Moin ihr Lauser und herzlich willkommen bei Krachmucker TV. Ich bin Ernie, bei mir sitzt wieder Eiko. Hallo liebe Zuschauer. Von Final Cry, den kennt ihr mittlerweile. Mein Sachverständiger für Thrash Metal. Ja, und heute sind wir praktisch auf dem Höhepunkt angelangt. Meiner Reise zum Thema Thrash Metal. Heavy Metal Grundschule war so die Basis, auf der wir das aufgebaut haben, haben uns über Oldschool unterhalten. Zusammen mit Lorenz von Schrader versucht, so ein bisschen so auf den New Wave of Thrash Metal zu kommen. Da sind wir ein bisschen durcheinander gekommen. Ein bisschen, ne? Ja, wir haben uns ein bisschen verzettelt, war aber trotzdem lustig. Das war auf jeden Fall für mich eine ganz spannende Reise. Denn wie ich schon sagte, Thrash Metal ist von den bekannten Metal-Genres das, was ich im Grunde genommen am stiefmütterlichsten behandelt habe. Und ich sage ganz ehrlich, das lag daran, dass ich mir gesagt habe, klingt ja eh alles gleich. Jetzt, nachdem ich mich wirklich über 3 Shows damit auseinandergesetzt habe, wir hier eine Liste ausgearbeitet haben, ich mir die ganzen Sachen angehört habe, bin ich da zu einem anderen Urteil gekommen? Da schauen wir einfach mal im Fazit. Was ihr heute schön serviert bekommt, das ist die Auswertung der großen Umfrage, an der ihr zahlreich teilgenommen habt. Wisst ihr was hier? Kommt, Zahlen, Fakten. 126 Leute haben mir Listen geschickt zum Thema die Top 10 Klassiker, die Top 10 New Wave of Thrash Metal, das heißt die jungen Wilden. Dabei rausgekommen sind 660 Alben. 6 zu wenig, ne? Und insgesamt 374 Bands wurden genannt. Das haben wir alles hier schön liegen. Haben wir das hier alles notiert, damit wir hier auf jeden Fall einigermaßen sattelfest fahren. Wir sind professionell. Ich würde sagen, also das wird heute, wir lassen das auch wieder gemütlich angehen, aber wollen ein bisschen straight durchkommen. Ich habe die gesamte Liste, alle Bands, alle Alben, die mindestens 3-mal genannt worden sind, für euch als PDF aufbereitet. Das könnt ihr euch runterladen und dann auch nochmal in Ruhe anschauen. Wir kümmern uns hier heute um die Top 10 und schauen, was uns dazu noch zu einfällt, würde ich sagen. Ja, Eiko, Wollen wir anfangen? Kinders, also als ich mich das allererste Mal mit Eiko unterhalten habe, da haben wir uns konzentriert auf die Klassiker. Sind auch im Grunde genommen, als wir uns mit Lorenz von Schrader unterhalten haben, immer wieder auf diese gekommen. Wobei, wir haben uns nicht nur konzentriert auf die Klassiker, aber wir haben uns konzentriert auf die alte Zeit. Auf die alte Zeit. Da kannst du vielleicht nochmal die Frage beantworten, ist das Thema hatten wir letztens beim Thema Mainstream, je weiter man im Metal zurückgeht, dass manchmal Mainstream und Klassiker ein und dasselbe sein kann? Oder ist das... Dazu musst du erstmal definieren, ab wann ist irgendwas Mainstream. Ja. Ich glaube, in 80ern ist Thrash gewachsen, ist größer geworden, irgendwann auch auf einem Peak gewesen. Aber ob es wirklich Mainstream war, wie das, was man heute als Mainstream bezeichnet, das wage ich zu bezweifeln. Das ist auch eine Definitionssache. Da sind wir dann wahrscheinlich, ich meine, dass wir heute Metallica nennen, ist klar, aber wenn wir da von Mainstream sprechen, sind wir beim schwarzen Album wahrscheinlich. Ja, und was wir ja als Thrasher zu der Zeit, als das Album rauskam, Nummer 1 zu 1, da war ich 19. Ja, ja. Und ich habe es gehasst wie die Pest, weil es waren keine schnellen Songs mehr drauf. Und wir wollten schnelle Songs und dann habe ich das Album gehört und habe mir gedacht, was für ein Scheiß. Ja. Heute denke ich da anders, keine Frage. Aber schnelle Songs, Thema Metallica, Platz 10 habt ihr entschieden. Ich war verwundert erst, da kannst du vielleicht gleich was zu sagen. Platz 10, Metallica, Kill 'Em All, 1983 rausgekommen. Auf Platz 10, nicht weiter vorne. Ja, das ist okay, weil es ist kein reines Thrash-Album. Viele Bands haben sich später auf das, was die angefangen haben, berufen. Aber wenn wir, da muss ich immer wieder heute drauf zurückkommen, uns wirklich auf die reine Lehre berufen, auf das, was wir oder viele Leute heutzutage als Thrash Metal bezeichnen, dann ist das, ach meine, damals hat man Speed Metal genannt, Thrash Metal, aber solange die mit ein paar Alben in der Top 10 sind, ist das völlig okay. Und damit hat es 83 angefangen. Vielleicht davor noch ein bisschen Venom. Wenn man jetzt ganz groß will, kann man sagen, eigentlich ging es los mit Motorhead, weil die einfach schnell in Rock'n'Roll gespielt haben. Ne? Also, lass beim Album bleiben. Genau. Beste Songs? Meine Lieblingssong, warte mal, Hit the Lights, der Opener auf jeden Fall. Habe ich ja beim letzten Mal schon mal dieses New Wave of British Heavy Metal Riff.
Und ich habe mal Phantom Lord so geliebt, als ich die Platte damals bekommen habe, vor 35 Jahren oder so. Ihr wisst, ich habe mich da auch irgendwann so ein bisschen, was ich drauf festgebissen, wenn es um Metallica ging, habe erzählt, das ist nicht mein Ding, habe mich in letzter Zeit so viel mit Metallica beschäftigt. Natürlich sind da klasse Songs und auch in dem Metal Mixtape für Knirpse waren super Sachen dabei. Whiplash hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt. Das ist ein schönes Ding. Ja, aber der ist mir nicht so ins Ohr gegangen wie Phantom Lord mit dem coolen Riff. Naja, so ist das. Platz 9, Sodom, Persecution Mania. Ich sag mal, Bombenhagel, das ist ein Song, den spielen sie heute noch. Ryan Förster von Blasphemy, von Death Worship, hat aufgrund dieses Albumcovers entschieden, Gasmasken auf der Bühne zu tragen. Es ist so ein Album, wenn man über Sodom spricht, habe ich jetzt ja auch gemacht, in dem Interview mit Tom zusammen, dann kann man wirklich so die In the Sign of Evil, die Obsessed by Cruelty und vielleicht sogar wirklich noch die Persecution Mania nehmen zu dieser alten Phase. Nee. Es gibt, ich wollte darauf hinaus, es gibt das Bild mit Dad von Mayhem, wo er das Persecution Mania Shirt noch anhat. Danach, aber erstmal du, Persecution Mania. Erstmal völlig zu Recht, das ist mein persönliches Lieblingsalbum von Sodom, von allen. Kommt sogar noch ein bisschen vor der Agent Orange, weil die natürlich auch klasse ist. Aber für mich zählt das genau nicht zur alten Phase, weil es für mich eigentlich, abgesehen von dieser Experts of Sodomy, von dieser Mini-LP, eigentlich das ist, wo die neue Phase gestartet ist, weil von diesem chaotischen, und wir wissen eigentlich gar nicht, was wir hier machen, Kloppe, waren das einmal strukturierte Songs, das war wirklich Songwriting und nicht, wir gucken mal, wer Erster ist. Blackfire ist natürlich das erste Mal dabei gewesen. Das ist natürlich richtig. Der ist ja und auch der Witch Hunter natürlich ist ja nach wie vor speziell, was das Drumming angeht. Aber auch der hat ja da trotzdem innerhalb seiner eigenen Parameter einen Schritt nach vorne gemacht im Vergleich zur Obsessed by Cruelty oder ja, so. Ja. Kinders, das hat 21 Leute waren der Meinung, dass das eins der geilsten Klassiker ist. Platz 8 teilen sich zwei Bands. Wir sind da einmal bei Megadeth, Rust in Peace, 1990. Ich habe es schon mal gesagt, ich habe hier viele Sachen, die mich überrascht haben, die ich wirklich toll fand. Und auch Sachen, die ich so ein bisschen stiefmütterlich behandelt habe, wie ich sagte, schon bei Metallica. Das waren Sachen, die hat früher jeder gehört. Ich bin einfach auf anderen Sachen gewesen, als ich groß geworden bin mit Metal und das mag ein Grund gewesen sein. Habe aber irgendwo dann doch das ein oder andere wieder zu schätzen gelernt und überlegt. Ich glaube, die Kill 'Em All, die lief dann doch auch die letzten Wochen öfters mal. Aber Megadeth, komm ich nicht ran. Gibt mir gar nichts. Großartiger Gitarrist, der Dave Mustaine. Aber kannst du das erklären? Kann das warum der so gut ist? Nee, warum ich damit so gar nichts anfangen kann. In der Szene kann man damit Schwierigkeiten haben, weil an sich ist ja Megadeth eine der ganz Großen. Ne? Ja. Ich hatte Phasen, da habe ich ja schon mal, habe ich beim ersten Mal hier war erzählt, das war das wirklich so eine meiner Lieblingsbands. Ja. Und zwar genau als die Peace Sells und die So Far So Good kam. Was aber bei Megadeth immer so ein Problem ist, ist, man findet schwer Zugang. Weil es ist irgendwie nicht brutal. Es ist nicht super melodiös. Es ist nicht wirklich schnell. Ja. Aber es ist irgendwas ganz Eigenes. Weil wenn sie nicht irgendwas hätten, wird ja kein Mensch die hören. Was macht Rust in Peace aus? Also das Album, ich war irgendwie nach der So Far So Good erstmal aus, weil die Rust in Peace war ja auch 90, 91. Ja genau, die ist 90. Und das war, wo wir auf einmal mit den Ohren mehr in Stockholm waren. Na, okay. Und dann waren die so, ich habe nicht, ist das, wo Symphony of Destruction drauf ist? Das weiß glaube ich. Ja. Das war schon alles okay, aber so Hänger eh. Ja, das war auch ein cooler Song, aber das war nicht das Album, was mich weggeknallt ist. Aber trotzdem hat das da sicherlich berechtigten Platz. Wie sieht's mit Anthrax aus? Among the Living, 1987, 22 Stimmen gab's für das Album. Zu Recht, völlig. Ja? Ja, ich habe die 1987 auf der Among the Living Tour gesehen. Und die waren da schon echt angesagt. War ich in Bremen, ich glaube 3000 Leute, was da waren, Testament im Vorprogramm. Das Album hat viel richtig, was wir heute noch als Thrash Metal wieder, diese straffe. Und dazu aber auch coole Melodien und sie waren ein bisschen, hatten so ein Alleinstellung, vielleicht nicht Alleinstellungsmerkmal, aber sind ziemlich rausgekommen, weil die eher dieses Spaß-Image hatten da ihre Bermuda-Shorts, sind da rumgesprungen wie Flummis. Hast du da einen Favoriten auf dem Album?
Lass mich kurz nachdenken. Da habe ich mehrere der Titelsongs. Caught in a Mosh, Indians. Mhm. Für alle, die jetzt nicht das ganze Album, sondern vielleicht auch einfach mal nur einen Song anchecken wollen. Wir sind bei Platz 7 und hast es schon genannt. Eine Band, mit der ich mich auch in meiner Vergangenheit, muss ich ganz ehrlich sagen, ich gucke mal weiter. Nee, danach werde ich sattelfester, aber hier Testament, The Legacy, 1987, Platz 7. Dieses Album ist absolut anbetungswürdig. Ja. Habe ich auch beim ersten Mal schon erklärt. Ist hart, schnell, sehr cooler Gesang und ich wiederhole mich, sie hatten Alex Skolnick, ja, der einfach so ein guter Gitarrist ist, ja, dass der Thrash-Sachen gespielt hat, aber dieses unglaublich melodiöse, Maiden-mäßige und technisch einfach für 1987 so weit einfach den meisten Gitarristen voraus war, ja, dass dieses Album einfach ein unsterblicher Klassiker ist. Ja. Und ein charismatischer Frontmann auch. Ne? So, dass der ja neu war. Die hießen ja noch gar nicht lange Testament, als die Platte kam. Mhm. Die hießen ja die ganze Zeit Legacy. Legacy, genau. 1983 bis 87. Genau. Ein bisschen was habe ich mir so notiert. Ne? Und da hat er gesungen noch Zetro, ja, von Exodus. Mhm. Also, beziehungsweise der hat Legacy verlassen, um zu Exodus zu gehen, ja, und Paul Bailoff da zu ersetzen. Ja, ja. Könnt ihr ein kleines Spielchen ja machen. Ich glaube, dass Platz 1, 2 und 3... Die wisst ihr. Das glaube ich, das wird jetzt immer klarer, je weiter wir fortschreiten. Lass mal auf Platz 6 gehen. Sepultura, Beneath the Remains, 1989. 24 Leute haben es gewählt. Soweit ich mich mit Sepultura beschäftigt habe, gut, brauche ich jetzt, glaube ich, gar nicht erzählen, dass ich so mit der Schizophrenia schön klarkomme, natürlich dann, weil natürlich diese ganzen uralt Sachen und schönen Räudigen bei mir gut mit laufen. Mit falschem Englisch. From, ja, the past comes the storms. Ja. Aber auch Arise oder Chaos AD. Warum Beneath the Remains? Weil, und da gehe ich mit den Zuschauern konform, ist das beste Album von Sepultura aller Zeiten. Mhm. Für mich. Mhm. Ja, also bei Chaos AD und was war die andere hier? Roots. Ja, Roots ist ja dann, glaube ich, nochmal ein ganz... Ja, und da war ich schon raus, weil das war nicht, für was ich Sepultura kannte. Meine erste Sepultura war Morbid Visions und auch die Schizophrenia hatte ich schon auf Platte, ja, als Beneath the Remains kam. Aber dann hatten sie vernünftige Deal, sie hatten vernünftige Instrumente. Sie haben mit, meine ich, Scott Burns... War Scott Burns? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall im Morrisound, meine ich, haben die aufgenommen. Ja, gut, das ist natürlich... Und wurden vernünftig produziert. Die Songs waren gut, es war vernünftig gespielt. Vorher hatten die auch manchmal so ein bisschen Witch Hunter-eske, ja, Drums. Und das war einfach so ein Quantensprung. Ja. So eine olympische Steigerung. Klar, okay, die sind natürlich, also Sepultura weiß man ja auch am Anfang, echt nicht ernst genommen worden. Aber... Trotzdem ballert die. Also die war auf einmal vernünftig strukturiert, sehr vernünftig gespielt. Ja. Aber da ist richtig geballert drauf. Die hat noch richtig... Ja, Platz 5. Metallica. Was glaubt ihr? Was glaubst du? Hast du schon geguckt? Hast du weiß? Nein, ich habe nicht geguckt. Aber ich sage Ride the Lightning. Ride the Lightning. Das ist, ja. 28, also wirklich nochmal ein Sprung nach vorne. Platz 5, 1984, ein Jahr nach der Kill 'Em All. Da haben sie sich dann auch... Bisschen beschäftigt habe ich mich ja schon mit Metallica, mit Tonleitern, glaube ich, auseinandergesetzt, mit Songstrukturen. Das ist schon mal ein ganz schöner Sprung nach vorne. Das kann muss man sagen. Cliff Burton, ne? Ja, ja, das sagt man ja sowieso. Ne? Also Cliff Burton war dann auch noch auf der Master of Puppets. Mhm. Und war dann nicht mehr. Und dann nicht mehr, ja. Das großer Verlust dann auch, weil er ein ganz eigenständiger Basser gewesen ist. Sehr eigenständig und der hatte auch so gutes musiktheoretisches Wissen, was er eingebracht hat. Ja. So. Was ist der absolute Reißer auf der Ride the Lightning? Fight Fire with Fire. Anhören, Kenners. Wir sind auf Platz 4, Creator. Habe ich gar nicht so mit gerechnet. Ich meine, natürlich ist auch mein Favoritenalbum, aber ich hätte jetzt bei Creator gedacht, da kommt dann vielleicht noch ein bisschen was Älteres, was zum Beispiel der Eiko in unserer ersten Show genannt hat. Aber nein, die Pleasure to Kill, 86 mit 30 Leuten, das war recht eindeutig. Was hätten Sie denn Älteres sagen können? Außer nicht älter, also danach ist ja nur davor ist ja nur noch die Endless, genau, Pain, aber ich dachte, Sie nennen das, was dir zum Beispiel eins deiner ist. Wie ist das? Die Aggression? Extreme Aggression. Extreme Aggression, genau. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass das dann mehr, weil die Pleasure to Kill ist für meine, das ist geiler, brutaler Lärm so nach vorne. Ich hätte
einfach nur auf meinem Film. Das freut mich ja auch total an der Liste. Jetzt muss man natürlich auch sich Gedanken machen, wie repräsentativ diese Liste ist. 126 Leute. Leute, die im Grunde genommen Krachmucker gucken. Würde jetzt, wie ich das bei der Knirpse-Show schon gesagt hatte, wenn jetzt das Metalhammer-Magazin oder Rockhard eine Umfrage machen würde zum gleichen Thema, würde die Top 10 vielleicht auch ganz anders aussehen. Andere Alben genannt werden. Ne? Sicher, oder weil vielleicht eine andere Zielgruppe auch angesprochen wird, ja, die was anderes antworten. Ne? Ja, aber Pleasure to Kill, allein so der Titelsong, das ist so. Für mich macht das absolut Sinn, dass es dieses Album ist. Ist nicht mein persönliches Lieblingsalbum von Creator. Ja. Ich mag die Platte aber total gerne. Aber es war wesentlich brutaler, aggressiver als The Endless Pain. Mhm. Und hat auch vieles losgetreten. Da könnte man Bezug nehmen, auf wo du neulich mit dem Onkel drüber geredet hast. Auch die erste Welle Black Metal, da berufen sich ja auch nicht ganz wenige Bands auch. Da die ersten beiden, denke ich, sind da. So, jetzt sind wir wieder bei Sodom. Aber die letzten drei Plätze, hier ordentlicher Sprung. Creator, Pleasure to Kill 30, Sodom 41. Ihr wisst es. Ignorant. Natürlich, genau. 1989, das erste Album, mit dem sie dann sogar gechartet sind. Mhm. Und es ist dann was damals übrigens sehr viel schwieriger war als heute. Richtig, das ja kommt ja noch hinzu. Mit Ausgebombt praktisch da auch der Hit. So, sie haben ja im Grunde mit dem deutschen Titel eigentlich immer einen Hit gelandet irgendwo. Ausgebombt und Bombenhagel. Da wussten die, glaube ich, schon ziemlich genau, was das sind Kracher-Sachen, das Album ist. Ist ganz witzig, das war jetzt gar nicht im Interview direkt. Ich hatte danach noch mit Tom gesprochen und sagte so Thrash Metal. Und er haute raus, ich habe uns nie als Thrash Metal Band gesehen. Und ich sagte, hä, aber ihr werdet doch so als die, wie kommt man dann? Und ist das jetzt sowas, wir wollen nicht in diese Schublade gesteckt werden? Kannst du das nachempfinden? Er sagte, wir haben einfach immer unser eigenes Ding gemacht. Ja, ich kann das sehr gut nachempfinden, weil es bei meiner eigenen Band genau so ist. Und trotzdem sehen uns die meisten als Thrash Metal. Damit kann ich leben, aber ich kann ihn da völlig verstehen. Ja. Glaubst du, dass Platz 1 und 2 überhaupt Fragen offen lässt? Nö. Gut, weil wir haben Platz 2, kann ich gleich sagen, Slayer, Rain in Blood. 45 Leute, 1986, wie du gesagt hattest, das Album ist wie ein Skalpell, hast du glaubt. Wie ein Skalpell. Also präzise. Das habe ich mir dann auch wirklich nochmal angehört und gedacht, ja, das ist brutal. Da hast kann du ich mal auf diese Sache mit diesen gezischten S-Lauten gehört? Ja, das sind solche Feinheiten. Ne? Siehst du? Erzähl es nochmal für die, die es jetzt noch nicht gehört haben beim letzten Mal. Ja, ich habe das mit einem Produzenten von uns vor zigtausend Jahren mal analysiert. Tom Araya zischt die S-Laute. Mhm. Ja. Und das ist. Das klingt extrem sadistisch, deswegen klingt er so böse. Der schreit ja, der growlt nicht, und klingt trotzdem irgendwie sadistisch und gemein. Ja. Und dann Platz 1, Exodus, Bonded by Blood. Also 85. Gleich mal hier vorweg, wir haben hier eine unglaubliche USA-Lastigkeit, die ja praktisch nur durch einmal Brasilien und dann die Deutschland unterbrochen wird mit Creator und Sodom. Jetzt hätte man fairerweise da Destruction auch nennen können, die genauso einflussreich. Da schaut ihr in die PDF, da guckt ihr gemütlich nochmal durch, wenn ihr euch auch nochmal ein bisschen durch die anderen Sachen durchhören wollt. Wir wollen hier einen kleinen Überblick bieten. Und jetzt nochmal der Grund, warum ich jetzt die Top 10 Bands nochmal nennen möchte. Wir haben da nachher bei der New Wave of Thrash Metal so ein ganz ungünstiges Ding bei einer Band. Ich sag's einfach, Suicidal Angels, die so viele Alben rausgebracht haben, ganz häufig genannt worden sind, aber immer mit einem anderen Album. Da war man sich nicht so einig, sodass sie im Grunde genommen nicht in der Album-Top-Liste aufgetaucht sind, sondern nur halt durch die häufige Nennung. Und wenn ich jetzt hier mal schaue, ja gut. Auch Platz, spricht ja aber für Qualität. Ja. Ich habe es mir auch alles angehört. Also jetzt nicht alle Alben, aber alle Bands. Und das ist ja Suicidal Angels, um ganz kurz vorwegzugreifen, das ist ja eine richtig professionelle, druckvolle Geschichte. So, ne? Also. Das sind ja Griechen. Griechen war das. Ich werde mich jetzt hüten, was Böses über Suicidal Angels zu sagen, weil dann kriege ich nicht Ärger mit deinen Zuschauern, aber dann kriegt Herr Truckenbrot Ärger mit Frau Truckenbrot. Ja. Und den möchte Herr Truckenbrot nicht riskieren. Aber ich bin kein Suicidal Angels Fan. Das spricht mich nicht an. Warum? Sprechen wir gleich drüber. Genau. Lass nicht durcheinander gehen. Wir bleiben ein bisschen auf Linie. Destruction ist die 10. meistgenannte Band. 26 Mal wurde sie genannt.
Auch völlig zu Recht. 1983 gegründet, ist mit Sodom, mit Creator, die Elite des deutschen Thrash Metal, kann man das so sagen, der Teutonic Thrash, zu dem ich dann, wenn es nicht um Black Metal, erste Welle oder was weiß ich geht, immer noch gerne Tankard nenne. Und ja, da schau dir dann, welche Alben genannt worden sind. Kleiner Tipp am Rande, guckt aber mal so in die zweite Reihe der 80er teutonischen Thrash-Bands. Ja. Das ist wie eine Schatzkiste, da kann man einiges finden. Wenn euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare. Mit Aiko bin ich so, im Moment nicht. Im Moment? Ich werde auch darauf antworten. Ja, eine Band, die wirklich runtergefallen ist und auch sträflich vermisst worden ist, sind Overkill. Sind 36 Mal sehr häufig genannt worden. Auch vermutlich so immer wieder mit anderen Alben. Natürlich eine lange Historie. Ich meine, die Jungs gibt es seit 1980. Die haben stetig gearbeitet, oder? Stetig gearbeitet. Die waren nie aufgelöst, hatten nie eine längere Pause. Und haben eigentlich immer Qualität abgeliefert. Ja. The Years of Decay habe ich hier auf Platz 15 in der Klassiker-Albenliste. Wahrscheinlich Taking Over wird irgendwo auftauchen. Das wird dann auch Overkill, Feel the Fire habe ich auf 17 und Taking Over auf 18. Also. Was macht Overkill aus? Dass sie irgendwie trotzdem Thrash sind mit einer großen Verbindung zu klassischem Heavy Metal. Mhm. Hin und wieder erinnert mich der Blitz auch manchmal an den Dirk Schneider so ein bisschen. Mhm. Und trotzdem auch die auch irgendwie das drauf haben, hart zu klingen, wenn sie nicht schnell spielen. Ja. Ne? Das kann auch nicht jede Band. Mhm. Es gibt Bands, die waren da irgendwann, oh, jetzt haben wir vier Alben hier durchgeknüppelt. Jetzt wird es auch langweilig. Jetzt machen wir mal ein bisschen mehr mit Tempo. Ja. Und dann wird die Band langweilig, weil die das nicht, weil die nur von der Schnelligkeit gelebt haben, was dann schade ist. Ja, ja. Teilen sich mit dem Platz 9 mit Anthrax, haben wir drüber gesprochen, 36, 8 Megadeth, siebt meistgenannte Band Testament, auf 6 sind dann Sepultura wieder, wenn ich hier gucke, wirklich auch nur USA, Brasilien, Exodus auf 5 dann, Creator tatsächlich auf 4, viele Alben genannt, Metallica auf 3, 2 und 1 sind jetzt logisch, wirklich Sodom mit 80 Nennungen und Slayer abgeschlagen, weil ganz weit vorne 96 Mal genannt, da wurden glaube ich sämtliche Alben der Frühphase rausgehauen, ich glaube sogar bis God Save Us All, was genannt worden ist, Slayer auf Platz 1, meistgenannte Thrash-Metal-Band in den Klassikern. Die Lücke wird nicht zu füllen sein. Die überlassen. Das ist es. Wir kommen zu dem Thema, was letztes Mal ein bisschen, wie gesagt, vernachlässigt wurde. Wir haben es immer wieder versucht. Heute geht es aber ums Eingemachte. Ihr kriegt jetzt die Top 10 New Wave of Thrash Metal Alben gelistet. Ich habe sie mir alle angehört und das war spannend. Das war wirklich spannend. Da ist eine Sache bei, da konnte ich so gar nichts mit anfangen. Und dafür eine andere Sache, da war ich so richtig. Da war ich Feuer und Flamme. Wir machen mal mit 10 los. Eine Band, wo ich immer gedacht habe, so, ja gut, kennt jeder, sind da, ist aber irgendwie, bei Ernie ist das immer vorbeigerauscht. Das sind Legion of the Damned, das 10-mal genannte Album sind Malevolent Rapture von 2006. Mein Kommentar, dreckiger Gesang und knüppelt ordentlich nach vorne. Mhm. Das ist ein Album, das geht gut durch, das kann ich gut hören. Mir fehlte gar nichts, aber es war jetzt nicht so, dass mich das mordsmäßig gepackt hat. Niederländer, was sagst du? Ich habe erstmal nichts gegen Niederländer. Nein, aber Legion of the Dead, ja, mir geht es da ganz genau, wie das läuft erstmal gut rein. Das ist wie ein Bier, das läuft gut rein, ja. Aber es läuft irgendwie wieder raus. Mhm. So, das war mein Problem immer mit Legion of the Damned. Ja. Da bleibt nicht viel hängen, das ballert schön. Ich kann mir vorstellen, das ist eine super Live-Sache bestimmt. So, ne? Es ist zumindest kurzweilig, ja. Ja. Ich habe die letztes Jahr erst wieder gesehen. Ja. Tatsächlich. Und, die sind ja auch präsent. Man sieht sie auch immer wieder. Ja, die haben mal eine Pause gemacht, auch wo sie nicht so viel live gespielt haben. Auch eine Band, die, soweit ich weiß, nicht davon lebt oder leben muss. Mhm. Und die machen dann so ihr Ding, finde ich gut. Ich habe die schon gesehen, da hießen die noch Okkult. Mhm. Und der Sänger hat schöne lange Haare. Ja, das ist doch wunderbar. Ja. Platz 9, Pripyat.
Das sind einfach sympathische Jungs. Da kann ich auch gar nicht so richtig objektiv was zu sagen. Sons of Chernobyl von 2014, 11-mal genannt, auf Platz 9. Aggressives Album, aggressiver, so ein bisschen anders. Ich glaube, so ein Gesang. So ja. So, ne? Aber das ist toll. Das ist einfach und die machen live wirklich Alarm. Die Band habe ich lieben gelernt, dadurch, dass ich sie live gesehen habe und die wirklich auf der Bühne, die legen Feuer dahin, das kannst du danach, das brennt auch noch 2 Tage später. Ja. Super. Kann ich nichts hinzufügen. Platz 8 teilen sich 2 Bands. Einmal Space Chaser, habe ich letztes Mal schon angesprochen. Dead Sun Rising 2016. Ich mache das Ding an, ich habe laut halslos gelacht. Und zwar vor Freude. Der Typ klingt wie Bruce Dickinson. Ja, oder wie der damals hier von Flotsam und Jetsam oder so. Schon cool. Mir wurde mal angeraten, mach mal eine Top 5. Und da wurden mir auch gleich 5 Bands genannt. Bands, die einen Gesänger haben, der wie Bruce Dickinson klingt. Und das musste ich dann auch wieder dran denken. Cool. Aber Dead Sun Rising, finde ich, hat super Spaß gemacht, sich durchzuhören. Ja, die haben auch mal dieses Video gemacht, wo die irgendwie mit ihren Skateboards da rumgurken. Ich habe Tränen gelacht. Ich glaube, dieses in so ein Panzervideo, glaube ich. Oder das war trashig und thrashig zugleich. Also wirklich, ja. Ganz tolle Sache. Die haben jetzt auch gerade einen Deal beim Metal. Jetzt vertue ich mich. Das sind die Klassiker. Kurz vorher reingeguckt. Metal Blade bin ich aber der Meinung. Was machst du da? Habe ich jetzt nicht gehört. Wenn ich jetzt falsch liege, ich werde das hier ja sowieso. Ja, auch auf Platz 8. Da muss ich jetzt mal sagen, konnte ich gar nichts mit anfangen. Das war mir zu glatt. Das war mir zu, weiß ich nicht. Evil oder Evil, wie nennt sich? Evil. Enter the Grave 2007. 12-mal genannt, genauso wie Space Chaser. Klang irgendwie für mich wie Slayer, aber irgendwie auch nicht ganz so geil. Es klang irgendwie wie Slayer Light. Ja. Ich habe die auch nie gehört. Ich habe die mal live gesehen an dem Vorprogramm von Exodus. Ja, das war so dieses typische, du kommst in die Halle, sagst guten Abend, oh, Ivar, ja, ich gehe noch ein Bier trinken und dann waren die auch schon wieder fertig. Ja. So, und am nächsten Tag habe ich den Namen schon wieder vergessen. Seid ihr anderer Meinung? Wir kümmern uns hier um Bands, wo es ein bisschen mehr Feuer bei uns entfacht und da merke ich gerade nicht so viel. 7 war für mich die Überraschung. Wenn ich jetzt sage Voivod, dann wisst ihr sowieso, wen ich jetzt meine. Und der eine wird sagen, geil, wunderbar genannt. Und die anderen werden sich mit einem, werden die Augenbrauen hochziehen und sich fragen, warum gerade Ernie das gut findet. Vector, Terminal Redox, 13-mal genannt, 2016. Wie gesagt, Voivod, proggiger Thrash Metal. Ich fand das einfach spannend. Wo ich normalerweise natürlich der Meinung bin, 3 Akkorde reichen für einen guten Song vollkommen aus und ich kann auch mit irgendwelchen Prog, Rock und ähnlichem nichts anfangen und wenn das zu kompliziert wird, bin ich dann auch meistens, weil dann passiert bei mir nichts. Aber Vector, vielleicht auch durch das Thema und dieses Voivodsche, ich glaube eher durch das Thema, also ich fand die auch cool, ja. Zumal Voivod schon immer eine meiner Lieblingsbands war, sowohl bei diesen spacigen Sachen als auch bei den brutalen Sachen. Ja. Und ich fand jetzt musikalisch das gar eher so, wie die rüberkommen. Ja. Und mit der Thematik und dem lyrischen Konzept fand ich, waren sie näher an Voivod als wirklich jetzt mit der Musik. Aber es gibt immer wieder Parts, die dich an Voivod erinnern und das finde ich cool. Was hast du bei ganz wenigen Bands? Ja, Voivod, das ist ja, ich glaube, auch wirklich so eine Liebhabergeschichte. Ja. Die sind nämlich auch in der Klassikergeschichte weit abgeschlagen, hinten Platz 22. 4-mal wurde genannt. Rare und Killing Technology, das sind ja auch so die Alben, die kennt man. Aber wirklich nur 3-mal, da dachte ich auch. Zum Beispiel auch die Nothing Face oder so. Ja. Aber die kann da gar nicht aufhören, weil das ist kein Thrash Metal. Ich würde nicht mal sagen, dass die Nothing Face Metal ist. Ja, ob ich mich jetzt vertan habe, dass die nochmal vorne sind? Nee, ich meine nicht. The Angel Red. Ja, aber wirklich, also Vector ist für jemanden, der einfach nochmal was, ich sage in diesem Fall einfach frisch und neu oder spannend, nochmal was erleben möchte, eine Sache, das solltet ihr euch geben. Platz 6 ist ein gutes Beispiel dafür für eine Band, die viele Alben rausgebracht hat, aber sämtliche Alben durch die Reihe genannt werden und demnach hier ein bisschen abgeschlagen ist. Warbringer, Warbringer ist die meistgenannte Band bei der New Wave of Thrash Metal. Das War Without End Album wurde 16-mal von euch auf Platz 16 gewählt, 2008 rausgekommen. Ich finde, das ist knallender Thrash Metal, der sehr gut an die alten Helden erinnert, aber auch nicht trocken wirkt. Ich finde es okay. Mhm. Das war eine Sache, die ging für mich vollkommen klar.
Das ist eine Sache, die kann ich mir auch vorstellen, geht live richtig ab. Das ist ein schönes, klassisches, brutales Thrash-Metal-Album aus der heutigen Zeit, was sich an den alten Trademark, von den alten Trademarks viel abgeschaut hat, aber nicht altbacken wirkt. So würde ich das beschreiben. Mhm. Andere Meinung? Nein, nicht wirklich. Ich würde noch einen draufsetzen, aber da komme ich bei meinem Fazit auch noch. Entschuldigung. Es ist eigentlich gar nichts Neues. Mhm. Aber wie gesagt, da komme ich beim Fazit mal durch. Was sie machen und wie sie es machen, machen die großartig. Gute Musiker, vernünftig produziert. Ja. Jetzt kommen wir jetzt zu einer zweiten. Platz 5 mit 17 Stimmen aus Brasilien. Violator. Chemical Assault. Ich glaube, hast du aufgeschrieben. Ja, ich glaube auch, dass die meisten, also ihr glaubt, ihr wisst, dass mir so ein Album gut gefällt. Ne? Guckt euch das Cover-Artwork an, hier der Müllcontainer und der Mettler, der davor liegt und das schön jetzt einfach nur gemalt wie mit Buntstiften und das ist einfach rotzig, punkig, das ist nochmal ein Ticken dreckiger, finde ich auch, als Toxic Holocaust. Ja. Hier zum Beispiel auch in dieser Liste gar nicht auftauchen, sondern nur häufig genannt worden. Ja, wobei Toxic Holocaust ja zum Beispiel vom Gesang, gehen die ja mehr in schon in dieses Black Metal mäßige, während ich fand das bei Violator, hat mich der Gesang mal so ein bisschen entfernt an Tankard erinnert. Okay, ich fand es einfach rotzig geil. Und das hast du dir aufgeschrieben. Genau das. Genau das, ja. Aufwand auch, dass heutzutage stimmen ja viele ihre Gitarren runter, wie auch. Was ich da, ich habe jetzt nicht nachgeguckt mit meiner Gitarre, was da nur für ein Tuning ist, war aber, glaube ich, alles so im E-Standard. Naja. Platz 4. Letztes Mal Gast gewesen, jetzt schon auf Platz 4. Der gute Lorenz mit seiner Band Traitor. Knee Deep in the Dead 2018, 18 Mal genannt. Das ist die Band, die hat den Gangshout für sich gepachtet. Da singt der Schlagzeuger. Der Schlagzeuger sitzt immer halb unten und trommelt da oben rum. Es ist eine Band, die einfach auch Spaß macht. Die sicherlich ernste Themen verarbeitet, aber auf der Bühne in erster Linie Spaß macht. Fürchterliche Band und Lorenz ist ein Arsch. Nein, habe ich mir auch fast für aufgehört. Hallo Lorenz, falls du das siehst. Wo habe ich sie denn? Hier habe ich sie, Traitor, genau. Was ich da cool finde, ist, das ist ja old school as fuck. Ja. Ne? Aber es ist modern gespielt, von einfach von der Akzentuierung, von der Genauigkeit, von der Tightness. Hat aber immer diesen Oldschool und extremer Oldschool ist nicht nur, dass der Drummer singt, sondern wie er singt. Mhm. Weil das ist wirklich so, weil er hat ja diese spitzen Kreischer und, und Schreie und das war so einer der Ersten, der es so ganz komisch gemacht hat, war Schmier Invincible. Ah, genau, ja, das ist so dieses typische Destruction-Ding. Das haben dann auch, ich weiß nicht, kennt jemand von euch Thargos noch? Also, klar kenne ich Thargos. Ach, die kennst du, ja. Untergegangen leider komplett so. Da hieß jeder was mit Goatfuck oder Richtig. Horse oder Cyber Blood Goat. Ja, genau. Das ist super Geschichte, das erste Album, großartig, ja genau, und die waren so, wie will man sagen, nee, nicht klischeehaft, das ist das falsche Wort, die konnten sich auch untereinander nicht riechen, das hatte dann auch leider so ein bisschen das Ende bedeutet. Da gab es auch, ab und zu gab es auch mal Backenfutter irgendwie, ne? Aber den glaube ich jetzt nicht, ich habe da mal einen finsteren Auftritt gehört, wollen wir nicht zu viel raushauen. Geht euch auch nichts an. Platz 3. Ganzer weiter Schritt nach vorne, von 18 bei Knee Deep in the Dead, 23 Mal genannt. The Art of Partying, 2007, Municipal Waste. Mhm. Das ist mein Ding. Das ist jetzt nicht, wo man sagen würde, das ist modern, aber das ist so das, wo dann bei Stilbeschreibungen auch immer, glaube ich, so Crossover dabei steht. Richtig. Also wo die mich als erstes dran erinnert haben, war ganz klar Dirty Rotten Imbeciles, DRI. Die ja auch mal eine eher punkige Phase hatten und dann hatten die eine Zeit lang mal so eine thrashige Phase und an diese thrashige Phase erinnern mich Municipal Waste, in dem sie vielleicht noch ein bisschen thrashiger sind. Ja. Und zweite, wo mich die dann erinnert haben, so was so Riffing angeht, war SOD. Speak English or Die. Richtig, das ist ja auch genannt. Ne? Also das ist natürlich gleich, doch habe ich hier sogar auf 17 SOD, nee, das war Feel the Fire. Das ist ja eine ganz andere, warte, bin ich jetzt hier gerade ganz anders. Wo bin ich denn jetzt hier? Speak English or Die, das gibt's ja wohl nicht. Ach, ich bin in der Reihe, Overkill is Feel the Fire, Entschuldigung. Platz
2. Time is Up, 2011, 24 Mal genannt, Havoc. Mhm. Aus Amerika auch, 2004 gegründet. Ich habe es angemacht, dachte erst, Gan. Dann wurde es aber vom Gesang ein bisschen variabler und eigentlich eine spannende Sache. Jetzt musst du mir ein bisschen aushelfen. Ich bin bei dem ein bisschen unschlüssig. Ihr habt, es ist eure drittliebste Band, so, ne? Die zweitliebste Band. Weit oben. Verständlich, weil die Band ist ja häufig genannt. 39 Mal insgesamt als Band überhaupt. Die hatten mal so eine Phase, da lief da auch ganz viel. Hab ich auch ein, zwei Mal live gesehen. Und, aber das Thema ist jetzt gleich wie bei Warbringer. Ja. So, das ist cool, modern gespielt, aber es ist eigentlich Oldschool Thrash. Die Scheibe hätte genauso auch vor 25, 30 Jahren fast kommen können. Das eins, was sehr, sehr cool ist bei Havoc, ist der Reese Crux. Das ist ein sehr, sehr cooler Gitarrist, wo ich einfach gerne zuhöre, wenn er spielt. Mhm. Platz 1, ich glaube, ihr wisst es. Und ich glaube auch, nach dem, was jetzt passiert ist, ich habe überlegt, wie ich das jetzt erkläre, und das klingt so Kacke, wie ich das, wenn ich das sage. Wie will ich sagen? Power Trip, Nightmare Logic, 2017, 35 Mal genannt. Also weit abgeschlagen, wirklich. Also 24 Mal zweiter Platz. Geiler Akro-Gesang, absolut brutales Album, wirklich. Ich habe das erste Mal gehört jetzt letzte Woche und das hat mich in Bann genommen. Ich fand es richtig toll. Die Tragik ist, Riley Gale ist 2020 jetzt mit 34 Jahren gestorben. Und warum ich jetzt sage, dass das so kacke ist, das rüberzubringen, zu sagen, die Band ist auf 1, weil... Da schäme ich mich selber dafür, was ich da sage. Das ist ein Bombenalbum. Unglaublich tragische Geschichte mit 34. Da kannst du nur kotzen. Also, macht 2020 langsam auch echt fett mit dieser ganzen... Ja. Aber Eddie Van Halen. Was sagst du? Ich bin sehr, sehr spät auf die gestoßen. Ja. Einfach bei so einer ich gammel mich mal durch YouTube ja. Geschichte. Weil ich die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Schande über mein Haupt. Da haben die auf dem Hellfest oder so gespielt. Ich habe mir auf YouTube mal angeguckt und dachte, Hallöle. Ja. Die haben ja... so, und dann habe ich mir auch die Platten angeguckt. Was ich da wieder interessant fand, war, dass die eigentlich, obwohl es echt doch Texaner sind das, ne, klingen die eher europäisch als amerikanisch mit einem sehr fiesen Gesang, so wie die das in den 80ern auch gemacht haben. Also für mich klang die eher europäisch als amerikanisch. Also der Gesang hat es für mich echt gemacht. So. Also das ist so brutal, so mit einer Inbrunst, da ist Leidenschaft dabei. Die Gitarrist, glaube ich, sehr, sehr jung. Ne? Das kann junge Bengels. Ich habe mal so ein Dings, da haben sie ihn wegen seiner Backline gefragt, da hat er seine Hamster erklärt und das war ein Bürschchen. Naja. Lass mal nochmal die Liste durchgehen. Hier ist jetzt auch schon viel genannt worden, welche Bands am meisten genannt worden sind. Vector ist dort, habe ich hier stehen. Dustbolt, über die haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Da sind ein paar mehr Alben, glaube ich, auch genannt worden. Die haben es nicht in die Albenliste geschafft, aber durchaus von euch häufige Erwähnung gefunden. 18 Mal immerhin. Die habe ich nicht auf dem Zettel, muss ich sagen. Die habe ich auch mal mit Exodus gesehen. Mhm. Fand ich okay, aber es war auch nicht... dass mich das jetzt von irgendwelchen anderen Dingen, die ich da gerade im Kopf hätte, abgehalten hat. Ja. Violator auf 6. 5 teilen sich Evil und Legion of the Damned dann. Platz 4, 4 Bands. Traitor habe ich genannt. Municipal Waste hatten wir. Passend dazu eben jetzt auch Toxic Holocaust. Da wurde auch übrigens das neue Album. Na, Balu? Oh, ich habe nichts mit für dich. Weil du musst einfach mal gucken, was hier los ist. Ja. Municipal Waste und Toxic Holocaust, das war einfach ein Traumline-Up, als die mal auf Tour gegangen sind. Und Suicidal Angels, 29 Mal insgesamt genannt, aber wirklich, ich glaube, 6 Alben rausgehauen und sämtliche Alben wurden da dann, keine Ahnung, 29 durch 6, also gleichwertig behandelt. Das könnt ihr dann nochmal nachschauen. Platz 3 Havoc dann und Platz 2 Power Trip. Und wie ich schon sagte, also Warbringer scheint so, wenn wir das jetzt einfach mal ein Fazit, was die Nennung betrifft, nennen, dass Exodus und das Slayer und Metallica und Sodom die Thrash-Metal-Klassiker sind. Das konnte man erwarten, das war klar. Interessant wurde es jetzt eben bei den New Wave of Thrash Metal Jungs und sind da überhaupt gelegentlich mal Mädels mit dabei? Das weiß ich jetzt gar nicht. Holy Moses ist irgendwo hier bei den Klassikern auf jeden Fall mit drinne. Aber das New Wave of Thrash Metal, da scheint es wirklich Warbringer, Power Trip, das sind so die Bands mit Toxic Holocaust, Municipal Waste, Traitor und Havoc.
das scheint so die neue Generation zu sein. Eiko, Fazit. Ja, jetzt kommt's. Also, mir auch lange Gedanken drum gemacht. Wenn ich diese Liste jetzt sehe, was die Leute als New Wave of Thrash Metal empfinden, dann ist das eigentlich keine New Wave of Thrash Metal. Und das meine ich, das sage ich jetzt vorweg, ich meine nichts davon in irgendeiner Art und Weise negativ oder böse, aber es ist keine New Wave, es sind nur neuere Bands. Aber sie machen nichts, aber eigentlich auch gar nichts anders, als sie das damals gemacht haben. Sie haben andere Möglichkeiten, du kannst heute anders produzieren. Allein einen Amp zu finden als Gitarrist, der eine solche Verzerrung und Straffheit transportiert, ist tausendmal einfacher, wo du früher dir irgendwie aus drei in einen basteln musstest oder so. Und Bands, die, das ist verständlich, dass die nichts Neues machen, weil wenn du zu viele neue Sachen da reinbringst, dann kommt was an, das ist ja kein Thrash Metal mehr. Richtig. Aber da ist es interessant zu sehen, wie viele Bands, die kein Thrash Metal sind, benutzen eben diese Elemente. Das können Black Metal Bands sein. Das sind so moderne Großbands wie Machine Head, wo ganz viel auf Thrash Metal und der Art und Weise auch das zu spielen, wie ich es in der ersten Show mit der Gitarre da demonstriert habe, ne? Aber, und es ist trotzdem ist dabei auffällig, dass diese Bands, die hier genannt werden, alles Bands sind, die sich zu 99,9% auf diese moderne, auf die reine traditionelle Lehre berufen. Und Bands wie zum Beispiel die vermisst habe, die weiter unten kommen, sowas wie The Haunted. Weil das sind eigentlich Bands, die haben sowas damals Neo-Thrash genannt. Ja. The Haunted oder falls sie noch einer kennt, Carnal Forge. Die es ja auch schon Ewigkeiten nicht mehr gibt, die traditionellen Thrash Metal genommen haben und ihn zu was anderem weiterentwickelt haben. Das muss nicht immer gut gewesen sein. Da ist auch ganz viel Scheiße bei rauskommen. Und ich höre mir auch lieber eine Band an, die den reinen Thrash Metal macht. Aber es ist eigentlich keine New Wave. Ja. Weil New Wave, neue Welle, heißt ja, dass da auch was Neues passiert. Aber ist das was Enttäuschendes? Das muss man ja auch nicht sagen. Man kann ja auch sagen, nein, das ist nichts Enttäuschendes. Ja. Aber es ist was darüber, das sollte man erwähnen. Und was ich da auch interessant finde, ist, nimm mal jetzt ein Album von einer neuen Band, Wurscht, Warbringer, Havoc, Traitor, Pripyat, ganz egal, und nimm ein neues Album von einer ganz oldschooligen Band wie Exodus und tu die nebeneinander, dann ist Exodus die modernere Band. Ja. Ja, weil sie das schon einfach so lange gemacht haben und sich wahrscheinlich die Jungen auf die Alten berufen und Bock haben, darauf zu machen. Wohingegen die Alten einfach sagen, wir müssen mal ein bisschen weiter. Ja, wobei die ja auch keine andere Musik machen. Sie entwickeln es weiter und bleiben sich selber treu. Und deswegen werden solche Bands wie Slayer, Exodus auch in dieser Größe nicht abgelöst werden, glaube ich, von Bands wie Suicidal Angel oder sonst irgendwie. Ja, ja. Wobei ich will ja diesen Bands nicht an Karren pissen. Hau du jetzt noch mal zwei Alben raus, die auf jeden Fall für jemanden, der diese Show sieht, sich mit dem Thema Thrash Metal auseinandersetzen möchte, der auf jeden Fall hören muss. Ja, zwei Alben, die dir besonders wichtig sind. Liebe Zuschauer, ich habe da extra was ausgewählt, was, damit es auch nicht wieder Gejaule und Gebrammel gibt, was ausgewählt, was nicht einmal in irgendeiner Liste aufgetaucht ist. Hätte ich 10 Bands gehabt, aber wir haben uns auf 2 geeinigt. Das ist zum einen Despair, History of Hate. Ja, der gute Waldemar. So der gute Waldemar, weil es im Wald geschah. Ich finde das Album total, ich weiß, wann kam das, 88 meine ich, hab die auch bekommen, direkt als die rauskam, noch auf Vinyl. Heute kann man das 10.000 Mal besser produzieren, aber diese Scheibe ist so voll mit Ideen, dass du die, ich weiß, ich habe die 88 gekriegt und dann was ich 92 immer noch gehört, habe immer noch wieder neue Details und coole Sachen entdeckt und das ist, ich werde mich nicht dazu äußern, was ich davon halte, was sie aus der Platte gemacht haben vor, ich glaube, 2 Jahren oder so. Zweites Album. Drifter. Kenn ich Drifter nicht. Aus der Schweiz. Ein bisschen progressiver Thrash, ein bisschen Oldschool Heavy Metal, sehr melodiösen Gesang. Die Scheibe heißt Reality Turns to Dust. Und ich weiß halt, die muss auch so 89, 89 im Dreh. Geile Platte. Ja. Gebt ihr eine Chance.
Sag noch mal was zu, weil ich habe das häufiger auch mit einer gewissen Inbrunst gelesen. Also es wurde immer erzählt. Dark Angel, Darkness Descends. Mhm. Was hat dieses Album, das viele, die das genannt haben, wirklich so mit so einer, ja, mit einer geballten Faust geschrieben haben? Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber man hatte das Gefühl, das ist denen ist dieses Album ganz besonders wichtig. Ja, also auch ich persönlich hatte die ja auch nicht, weil wir hatten uns immer auf Top 5 geeinigt, mhm, und ich hatte das irgendwie da nicht drin, glaube ich. Und habe mich da auch richtig für geschämt. Ja. Weil diese Platte, das habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, in der ersten oder zweiten Show, ist ein bisschen untergegangen, weil die relativ dicht vor oder nach Rain and Blood veröffentlicht, mhm, wurde. Und da kannst du natürlich nur abstinken. Wäre die ein Jahr früher oder vielleicht auch ein Jahr später gekommen, würde die noch ein anderes Standing haben, mhm, weil die Platte ist einfach mega brutal. Du musst das ja im zeitlichen Zusammenhang sehen. Ja, ja. Und damals, guck mal, Slayer, Rain and Blood hatten Gene Hogan, Dave Lombardo an Drums. Mhm. Heute die Drum-Ikone. Gene Hoglan, der die Darkness Descends eigentlich war, kein Deut weniger eine Drum-Ikone. Guck, wer der heute bei Death. Ja. Hat er dann gespielt, ist wieder bei Testament und einmal bei Strapping Young Lad, bei Fear Factory. Und die Platte ist einfach, die ist weniger abwechslungsreich, ja, als Random Blood. Und ich glaube, deswegen hat Random Blood da auch noch, weil es eben einfach Slayer war. Ja. Aber die ist so brutal, die feuert von der ersten bis zur letzten Minute und der Gesang ist so keifig, ja, und so böse, dass, glaube ich, 90% aller Black Metaler, die heute hören, sich erstmal einen Weg Blau holen, um nochmal die Stimme zu üben. So. Ich stoße dich jetzt zum Ende mal ins kalte Wasser. Das nächste Heavy-Metal-Grundschule-Genre wird Death-Metal sein. Da werden wir uns 2021 dann ransetzen. Aber du nennst mir jetzt einmal den deiner Meinung nach besten Thrash-Metal-Sänger. Oha! Einfach aus der Hüfte geschossen, nicht groß nachdenken. Müsste ich sagen, Chuck Billy. Von Testament, mhm, bin ich wieder. Den besten Gitarristen? Gary Holt. Von Exodus und, mhm, auch Slayer später. Mhm. Und bester Schlagzeuger, weil wir das halt auch schon öfter Tom Hunting. Haben. Tom Hunting. Kannst du sogar noch einen Bassisten nennen? Müsste ich, aber Cliff Burton. Gut, alles klar. Kinders, das war's. Thrash Metal, Heavy Metal Grundschule. Mein kleiner Versuch, ein Thema basisch anzugehen und euch etwas an die Hand zu geben, wenn ihr euch mit diesem Genre beschäftigen wollt. Und vielleicht auch Leuten, die sich schon lange mit diesem Thema beschäftigt haben, die ein oder andere Band doch nochmal ein bisschen schmackhaft zu machen oder erklärt zu haben oder geliefert zu haben, die ihr euch jetzt nochmal anhören könnt. Das ist das Prinzip. Eiko, schön, dass du da warst. Du warst nicht das letzte Mal da. Wir haben da noch ein paar Sachen in petto. Wir haben da noch was in der Pipeline. Wir verraten gar nichts. Kein Wort. Alles Gute. Haut rein.